Nur Cain and Grave parkt seine Kutsche ganz schön schief. Bei Let's Play Elden Ringer Ding Ding wegfliege? Nein, das war ein Fussel. Gott sei Dank, sonst wäre meine Frau ausgerastet. So, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie machen wir jetzt weiter? Weiter ist, sagen wir mal so, ich habe Angst hier vor, weil ich werde wahrscheinlich sterben. Und absteigen, bevor ich sterbe? Nein, Moment, das war nicht original. So, ja, also heute habe ich irgendwie wenig Plan, weil wir haben noch einen Bereich hier aus Kelid offen, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, ob wir da durchkommen. Mir ist unterdessen, glaube ich, wieder eingefallen, wie man in die Schlucht kommt. Allerdings ist mir jetzt gerade akut kein Weg bekannt, oder also nicht generell kein Weg bekannt, der uns akut dort unten hinbringen würde. Da muss ich nämlich einen größeren Umweg laufen und das ist ein wirklich großer Umweg. Das wird also noch ein bisschen dauern, bis wir dort ankommen. Und deswegen würde ich mich jetzt ein bisschen weiter durch die Wildnis hier wagen. Und mal gucken, wir haben hier Greyols Drachenhügel. Ich habe noch nie diesen Greyol, falls das ein Drache ist. Doch, Moment, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich bin bis jetzt, glaube ich... Ich glaube, ich habe ihn sogar mit meinem Stream-Charakter besiegt, aber da hatte ich, glaube ich, ein paar mehr Level. So 80 Level mehr oder sowas auf der Brust. Und, ja, waren trotzdem keine so good times und bessere Waffen. Ah ja, ich habe übrigens wieder meine Katanas ausgerüstet. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr ad hoc, welche es jetzt genau gewesen sind. So, wir ich glaube nicht, dass wir den Heiligen Turm von Kelid schaffen, wenn wir ihn heute machen sollten. Aber was soll's? Wir können uns ja einfach mal probieren, dran probieren. Und wenn ich mich daran aufreiben sollte, können wir immer noch den Rückzug antreten. Ansonsten ist, Schloss Rotmähne, glaube ich, im Grunde sonst relativ schnell auf unserer Liste, was das Spielen anbelangt. Wobei, Heiliger Turm von Kelid, ich bin da damals mit dem Stream-Charakter sehr, sehr früh rein. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich auch die Katakomben mit den zwei Wächterhunden, also diese Statuen, gemacht habe. Und ich, ja, bin an so ziemlich allem vorbeigelaufen und hab dann immer mal so wochenlang immer mal geguckt, ob ich den Boss dort schaffe. Und das war dann lange Zeit nicht der Fall. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Also es hat Klick gemacht. Es hat nicht Klick gemacht, aber irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt, sagen wir so, ich hatte ein cooles Messer gefunden, mit dem ich einen coolen Statuseffekt auftragen konnte. Und dann bin ich die ganze Zeit weggelaufen. Ich höre hier eine Dings, wie heißt das? Nicht eine Schreckschraube? Sondern ich höre hier. Hallo Hund. Ich meine, wir können mal den Hund probieren, ne? Das ist so vielleicht ein Gradmesser. Könntest du bitte das Schaf angucken? Gierig, sabbernd und nicht mich? Dankeschön. Oh Gott. Danke, dass du der Schaf platt gemacht hast. Der Hund. Das Hund. Ja, schaffen wir, aber der hat deutlich mehr auf dem Kasten als seine Anverwandten im selben Gebiet. Also, oh, 22.000. Aber ich glaube, ich brauche mittlerweile... Oh, deutlich mehr um zum Level. Okay. Nochmal Zeit zu gucken. Wo war denn? So. Folgen wir dem Geräusch. Zur Rune. Toll, dass einmal nur... Ah, mal pling. Wehe, der Pferd. Es erinnert mich gerade an den legendären Boss aus der letzten Folge. Vertrockneter Baumstamm. Wo ist denn... What? Ah! I see it with my very eyes. Vanille mit my very... Okay. Und er fliegt runter ins Loch. Himmelsschuss. Sieht aus wie so ein... MacGyver-Enterhaken. Irgendwie sowas. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt bis hierher. So, coole Deutschlandflagge, die er im Gesicht hat. Deutschland-Fan. So, wann spielt die nächste Mal die Nationalmannschaft? Ich habe keine Ahnung.
Was haben wir denn hier? Oh, wir haben einen Ritualtopf. Na komm, bevor wir sterben, nehme ich das Ding mal. Eine bestienvertreibende Fackel. Das ist ja auch mal geil. Nehme ich mit. Hätte ich mir ja vorher mal kaufen sollen. Hier haben wir meine Startausrüstung. Yay. Und wir können uns hier mit blutigen Eiterfingern eindecken. Auch yay. Notiz mit wichtigen... Ich habe keine Ahnung mehr, was die enthalten. Passage und geheime Höhle. Ja. Ist okay. Safe journey. Passage und... Kann ich mal ins Inventar? Danke. Geheime Höhle. Da, geheime Höhle. In der Stadt Selje gibt es eine geheime Höhle. Sucht hinter dem Friedhof an der Spitze. Ah, das ist da, das, wo das Selja-Versteck ist. Okay, da kommt man den Tipp. Ich hätte mich schon gewundert, wenn es keinen Tipp gibt, wie man da, wenn man das Ding findet, das findet doch keiner. Ich meine, klar, Wiki-Lesende finden das, aber auch die Wiki-Leute müssen das ja irgendwie herausfinden. Und das dauert bestimmt ein paar Tage, bis man jede Wand im Spiel einmal durchgerollt hat. In der Festung Gale in Kelid gibt es eine Passage nach Schloss Rotmin. Okay. Hat sich das gelohnt, das zu kaufen? Für den Nutzen? Nein. Aber für die Erkenntnis? Da gibt es dann doch noch was. Also, es gibt doch Tipps für Dinge. Außer Kommentare zu lesen von euch. Dankeschön nochmal dafür. Gibt es dann doch noch Hinweise dafür? Cool. Ich meine, ich könnte... Ach Gott, will ich das probieren? Ja. Hallo? Los, friss den Bock. Aha! Mein Plan ist over the ocean. Mein Plan ist over the sea. Bitte lass dich verprügeln, du blödes, dummes Hundevieh. Yippie-yay, Schweinebacke. Ich hatte überlegt, ich habe jetzt gerade nicht drauf... Ich achte gerade nicht drauf, wie viele Seelen die geben. Aber wenn ich sie töte und es überlebe und den Todescounter damit nicht in künstliche Höhen treibe. Ja, bleib schön. Kai, diese fucking Böcke hier. Arr, ich bin der Bauer. Bauer sucht Hau. So, Hau. So, Bestienblut. Neues. So, 20. Es müsste um die 2000 Seelen sein. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, weil diese fucking Schafsköpfe. Wie heißt der? Widder. Das sind keine Schafe, Widder. Das ist ein Unterschied, oder? Ich bin der Meister zu Unruhe. Egal. Klettern wir hier nochmal ein bisschen vorbei. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen improvisiert, weil das hier ist nicht unbedingt eine Passage im Spiel, die ich jetzt aus dem FF oder sowas auswendig gelernt habe. Bin hier nur selten vorbeigekommen. Die Gründe sollten nachvollziehbar sein. Ein Stalker-Boy. Und gibt's hier irgendwo noch ein Feuerchen? Dann muss ich den ganzen Weg nämlich nicht wieder zurücklaufen, wenn ich jetzt sterbe. Er hat abgelassen. Das bedeutet, der Jäger wird zum Gejagten. Oh, eine Frucht auf dem hohlen Stamm. Da komme ich doch glatt mal an. Okay, Arbeitsverweigerungskäfer. Und weg mit. Wow. Das wusste ich nicht. Aber ich glaube, mir fehlt noch ein 7er Stein, um weiterzumachen mit meinen Waffen. Okay. Ja, Moment. Wir merken uns diese Stelle. Da bin ich nämlich damals auch auf den Turm gelangt. Bin natürlich... Da kann man auch noch runter. Untenrum war ich, glaube ich, noch nicht. Oh Gott. Okay, das hier ist ja die Super Drachenliga. Der Gentleman. Gentlefrau. Ladies? Wie auch immer. Karte Drachenhügel. Und damit haben wir Kelid komplett aufgedeckt. Yay. Okay, das ist der heilige Turm. Und jetzt weiß ich, ehrlich gesagt, nicht mehr großartig. Oh boy. Jetzt weiß ich nicht großartig, wie viel wir in Kelid noch übersehen haben. So, lasst euch mal hier weglugen. Will ich das... Ich weiß ungefähr, wo dieser Greyhole ist. Ich bin nur überlegen, soll ich es probieren?
Wir haben allerdings noch so einen anderen Drachen hier. Den habe ich jetzt erfolgreich verdrängt, weil ich... Oh Gott. Den kann ich nochmal probieren. Das, da habe ich auch sehr, 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 sehr böse Erinnerungen mit meinem Stream-Charakter dran. Sehr, sehr böse Erinnerungen. Oh, Loot unterm Turm. Drachen, bunten Fett. Dunkelschmiedestalten. Wow. Und Runenbogen und noch einer? Nee, Adamblatt. Ja, ja, wir haben einen. Das war eben auch ein Dunkelschmiedestein, kein normaler Schmiedestein, oder? Hätten wir 8 und 9? Ist die Frage, für welche Waffe sparen wir das auf? Ist ein bisschen schwierig insgesamt. Weil ich nicht genau weiß. Also, sagen wir mal so, ich habe mit meinem Stream-Charakter wohl den. Wurde mir zumindest gesagt, den schwersten Boss des Spiels erlegt und ich habe keine Ahnung, welche Ausrüstung gut ist, weil zumindest von den Tipps, die ich damals erhalten habe, ich glaube, ich hatte es schon in der letzten Folge erwähnt, hast du das schon? Nein. Hast du das schon? Nee, habe ich auch nicht gefunden. Und das hier? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das ist. Und ja, ich sag mal so, ich hatte mir überlegt, den Mondschleier, ja, dieses Katana, dieses magische, hieß Mondschleier, oder? Zumindest hatte ich mir gemerkt, dass das könntest du mit dem Charakter mal benutzen, dann solltest du... Oh. Hi, Kumpel. Oh. Wenig Schaden. Gut. Schadensmäßig. Dreh dich und. Der ist ein bisschen kleiner als seine Art Verwandten, oder? Aber macht mehr Schaden. Okay. Komm aber gerade auch nicht so gut an seinen Köpfchen dran. Hoffentlich fahre ich hin. Oh mein Gott, ich stelle mich ja gerade echt gut an. Ja. Ja. Nein, ich habe nicht so oft gedrückt. Bitte fall hier jetzt nirgendwo runter. Oh, geil. Der Schwippschwager ist auch dabei. Kann ich dich? Natürlich nicht. Okay. Ich habe sowas von keinen Plan hier gerade. Wow. Nein, du bist der andere. Oh, goodness. Goodness gracious. Oh, cool. Blutung for the win. What? Das ist aber wenig hier. Okay. Ah. Okay, ich steige nicht auf der Pferd. So, steck dein Ding mal da rein. Danke. Drauf reagieren geht nicht. Oh Gott, meine Heilung. Warum bin ich nicht mehr auf den Kopf aufgeschaltet? Warum bin ich gar... Schalte auf den Kopf auf, bitte. Ich sehe jetzt... gar nichts mehr. Ey, ich hab nichts mehr gesehen, ich hab auch nicht mehr gedrückt, aber hey. Oh Gott. So, der Weg ist frei, yeah. So, das gibt noch nicht mal Drachenherzen. Warum gibt es keine Drachenherzen? Ich hab keine Ahnung. Waren es Drachen? Bestimmt. Die sahen so aus. Sie schmeckten so. Sie haben so gerochen. Sie hörten sich so an. Aber hey,
Mal sehen, ob sie wieder respawnen oder nicht respawnen. Gibt's hier irgendwo noch mal ein Feuerchen? Ein Ort der Gnade, dass ich... Ich hab gedacht, ja, dann kannst du gleich dich da zum Turm zurück teleportieren. Aber nein! Hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts mehr. Huch! Nein, nicht noch ein Drache, nicht noch einer. Den Turm würde ich nämlich dann für ein bisschen später aufsparen. Hier ist... Ich meine, es kann ja natürlich Pech haben und hier an allem Möglichen vorbeilaufen. Was ich nicht finde. Aber so wie diese Folge hätte jetzt alles ausgesehen in diesem Projekt, wenn ich das blind gespielt hätte. Komplett blind. Okay, das geht hier... Da ist... Keine Ahnung, hier gibt es anscheinend auch nicht mehr viel. Oder nicht viel mehr. So, dann würde ich sagen... Weiter mache ich erstmal nicht. Also der Drache Greyol, ja. Also ich könnte ihn jetzt besiegen. Ich habe nur keine Ahnung, ob das funktioniert. Weil ich könnte es natürlich mal in der Folge probieren, Leute. Also nicht nur die ganze Zeit drüber blöd rumlabern, sondern einfach mal probieren. So, das Einzige, was ich jetzt noch gucken wollte, ist... Genau, in diese... Oh Gott, da oben sind auch noch Viecher. Ich glaube, hier habe ich noch nicht in der Richtung viel erkundet. Wie gesagt, ich bin ja auch bis jetzt im Stream nicht wirklich großartig gewesen. Hier bin ich nur auf der Durchreise, oder war ich nur auf der Durchreise, weil hier alles voll mit Drachen ist und ich bis jetzt nicht die Muße hatte, jeden von denen platt zu machen. Will ich das mal? Ja, bestimmt. Oh, ist das da ein Gefängnis? Ein Gefängnis! So, dann nehmen wir das Ding mal... Kurz vorm Level Up, yay! Wobei, die Gefängnisse sind, glaube ich, in der Art und Weise nicht schlimm, weil die Seelen werden, oder die Runen werden nach draußen wieder gelegt. Ja, gucken wir mal. Gradmesser, ob ich in der Lage bin, hier gescheit weiterzumachen. Ich kenne das hier noch nicht. Es ist Mützor! Okay. Oh, ich wollte schon sagen, Mützor hat aber hier Stamina wie eine 1. Das ist der Proteinmagier. Asche des Kriegsmagiers Hugo Egon Balduess. Yay! Gradmesser gelungen, würde ich sagen. Ja, dann... Ich überlege gerade, ob ich mir den Heiligen Turm von Kelid für ganz zum Schluss aufspare oder ob ich, also nach Schloss Rotmähne oder nicht. Okay, das ist jetzt, oh Gott. Ich glaube von der Festung Ferris, ich probiere den Dingens mal, Greyol oder so, wie er heißt. Ich probiere ihn einfach mal. Der Magier ging jetzt relativ flott und... Mal sehen, Stufenaufstiege, was? Arkan vielleicht verspielt. Ich werde eventuell irgendwann nochmal umskillen. Stärke brauche, ja gut, die Stärke brauche ich in der Regel für meinen, wie heißt es noch gleich? Für den Riesenknüppel. Deswegen, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin wirklich noch nicht so hundertprozentig sicher. Wenn ich nochmal umskille, wie ich dann nochmal umskille. Hier gibt es nämlich auch noch... Oh, das wird lustig. Der ist nämlich nochmal eine ganze Ecke schwerer, der niedere Erdbaum-Avatar, der hier rumlungert. Da hatte ich auch mit dem Stream-Charakter mit vielen höheren Leveln deutlich mehr Probleme. Oder... Ne, besiegt habe ich den hier noch nicht, oder? Hinten ist der Riesendrache. Oder habe ich den doch schon besiegt? Ah, die Frage wird beantwortet. Naja. Kannst du mal aufschalten, danke. Kann sein, dass ich im One-Shot gegen ihn bin. Na gut, das war jetzt kein guter Gradmesser dafür. Flawless Spiel und nicht... Sorry, aber... Das ist so geil. Ich springe auf den Gegner zu und das Spiel... So, wir sind jetzt ein Planet, der um die verdorrte Sonne kreist. Okay. Okay, weg hier.
Nimmst du? Da. Vielleicht soll ich das auch machen. Ah, der Pferd wird dann schnell sterben. Gut. Ja, wenn du mich schießt, dann schieße ich zurück. Oh, locken wir ihn mal hier rüber. Ey, das läuft deutlich besser, als ich gedacht hätte hier. Auf der Pferd bis jetzt. Okay. Das Blöde ist nur, wenn ich... Okay, ja, was machen wir jetzt? Wir laufen weit weg, dass die Laserstrahlen uns dann vielleicht doch treffen, weil hier alles zu unserem Nachteil gestaltet wurde. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, tot. Doch nicht. Haha! Oh Gott. Okay. Nein. Okay. Weg von ihm und schön im Kreis laufen und hoffen, dass nichts im Weg ist. Gut. Yay, nochmal. Okay, er macht kein Follow-up, gut. Hoffen wir mal, dass wir hier nichts... Achso, warum hast du aufgehört zu laufen? Ich habe den Knopf ganz normal gedrückt, weiterhin. Na, jetzt... Okay. Wahrscheinlich ein bisschen nah an seinem Bein dran. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, weil ich hier festhänge, dann... Auch wieder geil, da trifft mich noch so ein kleiner Spritzer. Und jetzt habe ich dich. Jawohl. Aber dem Boss hat mir der liebe Viech nämlich gesagt, dass man hinter ihn ausweichen kann. Aber habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, dass hinter ihn nichts spritzt, sondern habe nur bemerkt, dass der alles nach vorne verspritzt. So, opalende verhärtete Träne und gesprungene Steinstachelträne. Was für Wörter. So, das war das hier. Arzneigemisch erhöht alle Schadensresistenzen. Keine Ahnung. Okay, schön. Was war das andere? Gesprungene Steinstachelträne war das, ne? Keine Ahnung. Das resultierende Gemisch erhöht die Chance, dass eure Angriffe die gegnerische Haltung durchbrechen. Ja, cool. Kann man machen. Oh, seht euch mal meine Seelen. Ja, der Vorteil, wenn man schwere Viecher platt macht vorher. Ja, das Ganze wird jetzt, fürchte ich, der Versuch von mir hier möglichst viel jetzt aufzuräumen bzw. abzuschließen, bevor wir weitermachen. Da geht's. Geht's denn da oben hin? Ich fände mal cool, wenn hier nochmal ein Leuchtfeuer oder sowas wäre. Ach, das ist die Festung Ferroth, glaube ich. Oder? Ja. Okay. Verstehe. Das heißt, ich könnte theoretisch auch von dort oben aus hier runter, aber ich finde es natürlich. Ja, zur Not schneide ich den Rückweg und so weiter wieder raus. Ne? Das kann ich ja auch machen. Gucken wir uns nochmal hier unten ein bisschen um. Hier hinten müsste nämlich noch irgendwo... Genau, da oben ist noch eine Brücke. Da ist der Drache. Ich hoffe, ich habe hier noch ein Feuerchen.
Okay, hier gibt's wahrscheinlich wieder diese Elektropflanzen wegen der einschlagenden Blitze. Deswegen hat er mich schon. Bitte erschlag mich nicht, Blitz. Davon habe ich hier in diesem Durchgang noch gar nicht so viele eingesammelt, oder? Deswegen sollte ich mir jetzt auch die Zeit nehmen, die zu nutzen. Ja, die einzusammeln. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wofür ich sie brauche. Aber wahrscheinlich gibt es irgendwelche Blitzresistenz-Gegenstände, die kurzzeitig die Blitzresistenz erhöhen. Und von daher, ja, wird sich eh nie. Aber vielleicht gibt es auch sowas wie Blitzpfeil-Rezepte. Könnte man dafür dann sicherlich auch brauchen. Leuchtfeuer? Frage ganz lieb, Spiel. Oh, mir fällt ein, wir haben ja auch noch in Lyonia ja mindestens zwei Türme, wo wir mit Gelehrsamkeit weiterkommen können. Die müssten wir mittlerweile auch schaffen, nehme ich an. Ich frage mich, ob dieser Luftstrom etwas mit diesem... Diesen Turm habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Da unten ist ein Leuchtfeuer. Und mit Hilfe des Stroms. Moment, ich habe dir doch gerade ein. Ah, da vorne. Mit Hilfe des Luftstroms komme ich. Ich wollte schon sagen, wenn du mich jetzt sterben lässt, weil ich das irgendwie um einen Pixel verfehlt habe, dann bin ich aber rösig. So. Was ist mein Level-Up-Ziel für die nächste? Ich traue dem Braten hier nicht. Ein Mimik-Leuchtfeuer. Warte ich immer noch drauf. So, oh. Drei Level-Ups dafür? Ja, ich glaube, dann kann ich sogar mein magisches Katana jetzt ohne weiteren magischen Boost nehmen, oder? Moment, ich werde mir jetzt gleich mal die Zeit nehmen. Ja, Mondschleier, Flieg und Sieg. Ist jetzt eine gute Frage, welches davon jetzt die bessere Kombi ist. Also der Mondschleier wird bestimmt die bessere Kombi sein, wenn ich mehr in Magie reinsetze. Ja, komm, lass mal's erstmal. Ja, ich werde noch ein bisschen Lebenspunkte ins Visier nehmen, was das Leveln anbelangt. Wie viele Stufen? Bin schon Level 73. Okay, das ist schon fast. Ich war ungefähr Stufe 100, als ich mich der Hauptstadt genähert habe im Stream. Deswegen ist das jetzt gerade für mich so ein kleiner Benchmark. Benchmark. Ich kann das mit den. Ich CH-Laut nicht so ganz. Okay. Ah, fast. Die Frage ist nur, wo wollen wir landen? Auf jeden Fall nicht hier. Sterbe ich jetzt? Nee, gut. Vielleicht sollte ich mir erstmal umgucken hier. Vielleicht gibt es ja wieder eine Hinweistafel vor dem Turm. Weil ich kenne mindestens einen, den muss man. Lenzturm. Nein, es gibt keine Hinweistafel. Es gibt nämlich einen Turm, da ist das Siegel vorne an der Tür ziemlich egal, weil man von einer anderen Stelle aus einfach den Turm erklettern kann. Aber irgendwo gibt es in der Regel einen Zugang, eine Art Balkon. Wobei, das sieht nur nach Balkon aus, nicht nach einem Balkon, der eine Tür nach innen beherbergt. Auch toll, dass hier ja mittlerweile keinen Hinweis gibt. Das ist eine Late Game Area. Das musst du jetzt selber herausfinden. Wir haben dir genug Hinweise mit anderen Türmen gegeben. Zum Beispiel so. Ja, gekonnt ist eben gekonnt, gell? Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist es gedacht, dass man es so macht. Aber ich freue mich gerade, dass es geklappt hat. Habe ich den im Stream überhaupt gemacht? Geschafft? Whatever? Ich weiß nicht. Aber es ist auch wieder in Anführungszeichen nur ein Speicherstand. Wobei, wenn ich weiterhin überlegt, dass ich Magie zu meinem Hauptstatuswert mache, um zumindest erst einmal, kann ich mir zumindest noch ein paar Zauber und so weiter zeigen. Ja. Ich denke mal, wir werden jetzt sehen, sich hier im Inneren noch ein paar andere Schätze verbergen. Ich vermute mal eher nicht. Normalerweise sind diese Speichersteine. Bei High-Level-Türmen gibt es dann auch Zauber. Okay. Vielleicht hätte ich hier drauf landen sollen. War das der Balkon, wo ich sagte, oh, da ist nichts. Da ist nichts drin. Kann nicht sein. Da ist kein Durchgang. Ich hab den Durchblick. Ha, ha. Wagt es nicht. Warum nicht?
Das sind ja die Herren, der Herr des Turms. Nein. So, wir werden jetzt Fernkampf versuchen, von wegen. Ich bin Elberndo, der Nahkämpfer. Nimm mein Blut. Blutgruppe R2D2. So, bevor ich jetzt sterbe. So, Gesundheit. Das ist ein Erkältungszapfen. Ja, komm, Blut ist besser als lange brauchen für dich. Abspringen versuchen. Hä? Ja, ob es einen offiziellen Weg hier... Wozu war der Gegner jetzt eigentlich da? Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Einfach, ja, pack das Ding mal dahin. Ich meine, wenn jetzt am Ableben des Gegners gehangen hätte, dass das Siegel jetzt frei wäre. Keine Ahnung, ob man das überhaupt freistellen kann, aber... Dann eben nicht. Aber vielleicht gibt es jetzt eine Kaskade der Erkältungszapfen, die jetzt nach und nach hier erscheinen, wenn man den ersten platt gemacht hat. Und dann, wenn man alle platt gemacht hat, dann kommt man hier wieder raus. Also zumindest aus dem Haupteingang. Sieht mir jetzt aber nicht danach aus. Aber ich werde diese Theorie jetzt gerade noch zu ergründen versuchen. Und, oh, mir fällt gerade ein. Da oben gibt es ja auch noch so einen Gargoyle-Boss. Aber ich glaube, den lassen wir erstmal. Ich kann mit den Gargoyles nicht so gut. Bin ich ganz ehrlich. Da gibt es auch nicht raus. Ich glaube, ich sollte auch nochmal langsam anfangen, Punkte in FP reinzusetzen. Aber mal gucken. Kraft 40 ist so etwas, was ich ganz gerne hätte, wenn es so Richtung Hauptstadt geht. So, aber was soll's. Gehen wir erstmal nach da und schauen mal, ob wir den Greyhawl vielleicht noch erlegt kriegen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir den nächsten Hauptboss, der Runenträger dieses Gebietes hier, wofür wir aber erstmal freischalten... War ich hier unten schon? Wo wir aber erst noch freischalten müssen... Ich glaube, hier unten war ich noch nicht, oder? Wo wir erstmal freischalten müssen, dass wir überhaupt bekämpft. Danke. Genau deswegen lohnt es sich, Lebenskraft zu leveln. Nee, von da. Ach, von hier sind wir hoch. Warum habe ich denn diese Murmel nicht? Ich bin jetzt gerade echt. Nee, Moment. Hier bin ich nicht lang gelaufen. Okay, hier wäre ich also auch nach oben gekommen. Okay, wir sind, glaube ich, den. Wir haben diesen anderen Weg gelaufen? Ich hasse es nur, wenn mir irgendwelche Murmeln in den Rücken teleportiert werden. Dann gucke ich mal eben noch mal hier ein kleines bisschen rum. Vielleicht gibt es ja noch einen Dungeon, den ich noch nicht kenne. Murmel? Murmel! Danke für den Kopf. So, vielen Dank für die Köpfe. Vielen Dank, Kannibalenlust. Ist das ein Runenbör oder ist es ein kleiner Bör? Das ist ein Höhler hier. Mal sehen, was du drauf hast. Okay. Diese Höhle kenne ich noch nicht, glaube ich. Aber ich denke, ich werde sie freischalten, ja. Drachenhügelhöhle. Cool, cool, cool. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass die mir ein bisschen über Kragenweite hängt. Aber bevor wir hängen, gehe ich jetzt von hier aus nochmal zur Brücke und gucken wir mal, ob wir den Greyhawl besiegt kriegen. Der wird auch nochmal ein paar Level-Ups wert sein, denke ich mal. So, wo war der? Da war der Strom. Gut. Das Einzige, was ziemlich zermürbend wird, ist, wenn ich jetzt häufiger mal sterben sollte. Weil ich gehe mal an dieser Stelle davon aus, dass der Greyhawl mich in erster Linie one-shotten wird. Aber hey, probieren wir es einfach mal. Und wenn ihr jetzt sagt, da sollst du jetzt doch gar nicht hin und außerdem ist unser Death-Counter dann völlig zu niedrig bewertet worden. Das tut mir leid. Aber versuche doch gerade nur den Rest der... Die Zeit zu schinden, bis ich mich Schloss Rotmähne widme. Da gucken wir mal, wie viele Hitpoints. Oh, sieht schon machbar aus.
Ah, jetzt dreht es sich mal um. Ja, ja. Oder auch nicht. Jetzt treffe ich den Kopf nicht mehr. Ah. Oh, das war knapp. Warum? Geil, Oma. Ich habe nur einmal auf den Knopf gedrückt. Warum? Haut ihr denn zweimal zu? Ich habe nur einmal auf den Knopf gedrückt. Das passiert mir gerade die ganze Zeit, dass ich mehrfach zuhaue, obwohl ich nur einmal drauf haue. Oh Gott. Kampf auf so einer engen Brücke. Clash on the small bridge. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ja, beiß in Fels, du Sack. What the heck? Okay, das Manöver kannte ich jetzt noch nicht. Ich hau schon wieder mehrfach zu. Wow, im ersten Versuch, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Cool. Nochmal 80.000, jo. Gib die. Ist das der? No, da, okay, ich hätte vielleicht an ihm vorbeireiten sollen. Da ist auch schon wieder ein Gnadenort, cool. Ja gut, ich glaube, dann können wir diese Höhle auch mal probieren. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Episode. Wow, heute fallen sie wie die Fliegen. Aber bald fall ich wie die Fliege. Spätestens dann, wenn ich es gegen den Gargoyle versuche, der da oben ist. Na komm, wir wechseln uns jetzt ab mit Weisheit und Kraft. So. So, wir haben bis hierhin den Fortschritt. Hier war ich aber auch noch nicht, oder? Also das, kann ich... Fragezeichen gibt's hier nicht, ne? Ich nehme mal Gebüsch. Gebüsch ist immer gut. Im Gebüsch können sich unerwartete Dinge verstecken. So, hier unten. Oh, das jetzt hier unten ist ein Drache. Den habe ich, weiß ich nicht, wohl beim ersten Mal, als ich hier langgelaufen bin, stetig übersehen. Und deswegen, oh Gott. Ich sehe das schon. Ich bin eigentlich dann für den Boss, den Hauptboss, den Rudenträger für dieses Gebiet völlig überlevelt. Da ist er. Oh, den hasse ich wie die Pest. Weil er ist die Pest. Eczemor! Das Blöde ist... dass der Kampfplatz gegen ihn einfach scheiße ist. Und er ist, glaube ich, ein bisschen größer als der Rest. Okay. Der kann ein bisschen stickiger spucken als sein... Das ist, aber nur ein schlechter Scherz. Ich habe so Probleme, den Scheißkopf zu treffen, gell? Bei diesem Drachen ganz konkret. Das ist echt nicht mehr schön. Oh, geil! Ich habe nochmal getroffen. Ah, eine Mauer im Weg. Geil. Oh, ich hasse diesen Kampf wie die Pest. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ah ja, das treffe ich noch nicht mal mehr, was man normalerweise treffen kann.
Komm schon! Was hast du für Hitboxen, Kumpel? Jetzt bin ich tot. Ja. Und das ist der Grund, oder zwei Gründe. Der Drache ist deswegen scheiße, weil dieser Kampfplatz einfach wahnsinnig eingeengt ist. Ihr seht, da sind überall am Rad, es sind überall Hindernisse, du kommst nicht richtig weg. Dann hat er diesen er lässt sich so schwer treffen, zumindest für mich. Und ja. Er ist ein Stück größer als seine Kameradinnen und Kameraden. Weiß nicht, ob ich einfach auf der Pferd bleiben soll, um... Vielleicht ist das der bessere Weg. Von der Pferd aus komme ich zumindest besser an den Kopf ran. Der Kampfplatz ist nicht für ihn gemacht, weil er schon mal ganz gerne oben auf diesen Berg hochglitscht und dann nicht mehr runterkommt. Und mit der Pferd. Gar nicht so einfach. Und ihr seht euch an, was für eine Reichweite das hat. Also eigentlich würde ich sagen, ist das so ein Kampf. Das habe ich aber damals tatsächlich nicht gemacht. Den hauptsächlich auf der Pferd zu bekämpfen. Aber das ist auch schlecht, wenn man auf beiden Füßen bleibt. Okay, ich hätte nicht gedacht. Dass mir der Kampf mehr Schwierigkeiten macht, auch länger dauert, als gegen Greyhawl. Jetzt kann ich wieder nix. Jetzt bleibe ich überall hängen. Ich hab bis jetzt schon... Das Blöde ist auch, man kann ihn hier nicht rauslocken, ey. Sobald er 2 Zentimeter außerhalb dieser Arena ist. Und dann verschwindet er nämlich und respawnt wieder. Das kommt dazu. Und dann ist das hier alles noch ziemlich abschüssig. Das ist nochmal schlechter. Zum Treffen. Cool. Okay, ich stehe direkt in seinem Kopf quasi. Fummelritis. Okay. Nein, das ist der... Ich mache alles um mich herum in Scharlachfäule. Dumm-di-dumm-di-dumm. Also, das ist so ein Angriff, da sterbe ich quasi dauernd, wenn ich nicht auf der Pferd bin. Also eben konnte ich dich sehr gut treffen hierbei. Ihr würdet sagen, ja, dann geh doch einfach. Komm schon, ich bin direkt unter deinem Scheißkopf. Guckt euch das an, was für eine Shitshow das ist. Und, ah, geil, ein Treffer. Komm schon. Oh, das meine ich. Ja, jetzt dreht er sich weg, weil... er 3 Zentimeter außerhalb dieser Arena ist. Okay, ich war mir nicht sicher, ob das der Hülle alles um mich herum in Scheiße ein Manöver gewesen ist.
Ja, jetzt sterbe ich. Ja, komm. Natürlich muss da die Wurzel. Jetzt scheiße ich drauf. Jetzt kommt. Jetzt reiz. Ich wollte schon sagen, lass mich doch einmal treffen. Lass mich doch ein verdammtes Mal noch treffen. Boah. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse diesen Drachen. Bin froh, dass der jetzt weg ist. Oh, und er ist weniger Seelen als gedacht. Okay. Kathedrale der Drachenkommunion. Ja, Kommunion, nicht Kommunikation. Das war ein alter Fehler. Schön. Ziemlich lange Kämpfe, die wir hier hatten. Ich weiß noch aus dem Stream, dass jetzt seine Kraft ist freigeschaltet worden. Und da seine Kraft freigeschaltet worden ist, ist das, glaube ich, eine... Keine Ahnung, ich habe sie noch nie eingesetzt. Aber was mir... oh Gott. Jetzt habe ich deinen Namen leider vergessen. Dragonborn. es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Du hattest mir ja den fauligen Atem sozusagen aufgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass mein FP kosten 36, 48. Und ja, aber dafür brauche ich etwas höhere Werte, etwas viel höhere Werte. Also nee, den werden wir uns dann definitiv nicht besorgen. Verdammt, selbst der magische Atem braucht, das braucht alles Glaube und AK. Okay, okay, okay. Das heißt, wir werden damit Vorlieb nehmen. Hätte ich natürlich jetzt auch mal ausprobieren können gegen die anderen Drachen, aber habe ich völlig vergessen, dass ich das habe. Egal. Da wisst ihr was? Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich könnte es noch mit dem Gargoyle versuchen. Wobei, da kann ich auch besser von hier aus dorthin. Ich hasse mich dafür. Ich meine, ausprobieren kostet ja nichts, ne? Ausprobieren kostet nichts. Außerdem haben wir den Vorteil der Niedertracht. Da bist du. Ja, das ist... Oh, geiler Kampfort, wo man nichts sieht. Wir haben halt 1000 Angriffs, deswegen mag ich diese Kämpfe auch nicht. Ah ja? Deswegen mag ich die Kämpfe auch überhaupt nicht, weil irgendwie gefühlt 80-90% von ihren Manövern sind, ich laufe an dir vorbei, hau dich und dann bin ich wieder 2 Kilometer weit weg und du kannst nicht gegenhauen. Weg wieder. Nee, nee, also... Ja, da kann mir auch jemand erklären, wie man dieser Kanonade an Angriffen ausweichen soll, wenn man nicht außerhalb seiner Reichweite raus ist. Das geht ja schlicht und ergreifend nicht. Okay, okay, okay. Also würde wohl irgendwie funktionieren, wenn ich lange genug dranbleibe und mir jemand erklärt, wie dieser Doppelschwinger, wie man den entrinnen können soll, weil das funktioniert ja offenbar nicht. Mach ich noch einen Versuch? Wie krass ist der Knüppel aufgewertet auf +4? Also das ist ja jetzt auch noch nicht... Das ist nicht das, was ich eigentlich bräuchte hierfür, aber hey. Natürlich kann er einfach da durchhauen, ist klar. Ich verstehe gerade auch nicht. Okay, ich kann ihn pumpen, gut. Das funktioniert ja auch nur die halbe Zeit. Kann ich ihn von dort aus schießen? Aber wahrscheinlich ja nicht. Hahaha!
Ah, ich hasse diesen Boss. Ich hasse Gargoyles. Ich hasse sie. Mit jedem Manöver, was sie drauf haben, oder fast jedem bringen, die sich außerhalb der Nahkampfreichweite. Ich hasse es. So, das waren genug Tode, denke ich. Ich versuche jetzt, genau, da komme ich jetzt doch ran. Ist noch nicht vergönnt. Der ist, glaube ich, eher dafür ausgelegt, mit 20 plus mehr Waffen bekämpft zu werden. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.